wenn du bereits aufstehen, Schuss fahren, rutschen, falling leaf und die Girlande beherrscht, kannst du mit dem Driftschwung beginnen. Leite mit dem Oberkörper eine leichte Rotation ein. Verlagere das Gewicht auf das vordere Bein und stelle das Board flach, um talwärts Richtung Falllinie zu driften. Jetzt kantest du das Board wieder langsam auf und verlagerst das Gewicht wieder zum hinteren Bein, so dass beide Beine gleich viel Druck aufs Board ausüben. Sehr ähnlich sieht es auch beim Toeside-Schwung aus. Mit dem Oberkörper leicht vorrotieren, Gewicht zur Nose, Board flachstellen, warten und ab der Falllinie die Beine wieder gleichmäßig belasten und das Board aufkanten. Viel Spaß wünscht dir dein Bergfex-Team.